Bereits zum 15. Mal haben sich Prominente nach der Hahnenkammabfahrt am Samstag selbst die Skier angeschnallt und den Zielhang der Streif in Kitzbühel mehr oder weniger geschickt bezwungen. Durch das Kids Charity Rennen wurde Geld für Tiroler Bergbauern in Not gesammelt. Eröffnet wurde es traditionell von Niki Lauda gemeinsam mit Formel 1-Chef Bernie Ecclestone. Danach traute sich Lauda nicht mehr auf die Piste. Er beschwerte sich über das Wetter. Es schneit, es wird immer kälter. Die Zuschauer gehen schon langsam nach Hause. Weniger reden, alle runter. Ja, die Autofahrer sind Weicheier. Verstehst? Das ist ja ein wunderschönes Wetter. Das gibt's ja gar nicht. Wenn man den Schnee gern hat, ist das ideales Wetter sogar. Nicht nur beim Wetter gingen die Meinungen von Skirennfahrern und Autorennfahrern auseinander. Auch der Schwierigkeitsgrad der Piste im Zielhang der Streif wurde naturgemäß anders eingeschätzt. Ja, der unten ist natürlich nichts im Vergleich zur Streif selber. Nicht? Da unten ist ein Longlaufloipen im Vergleich zu oben und insofern kann man es schwer in eine Relation setzen. Nicht? Aber es ist ehrlich so, dass es für den David Coulthard durchaus anspruchsvoll ist oder für den einen oder anderen Flachland-Promi. David Coulthard gab zu, dass sein Talent auf der Piste zu wünschen übrig lässt. Er brauche vor jeder Abfahrt einen Schnaps. I can't really ski, so all I need to do is have a little schnaps before and then it makes me think I can ski. Michaela Dorfmeister hat sich gefreut, wieder einmal in einem Starthaus zu stehen. Ja, der Kitzel, das kann schon was, aber man weiß, was die Arbeit davor ist. Und die Arbeit ist sehr, sehr viel im Sommer und deswegen habe ich kein Bedürfnis mehr, irgendwo wirklich professionell irgendwo an den Start zu gehen. Die Brüder Tobias Moretti und Gregor Bleub bewiesen Kreativität und teilten sich bei ihrem Lauf ein paar Ski. Wir haben nur am Start gesagt, irgendwie fahren wir mit an. Wir sind ja siamesische Zwillinge und sind zusammengewachsen im Herzen und auch im Bein. Und deswegen sind wir jetzt zu zweit gefahren. Mit der Zeit haben wir uns dann schon irgendwie gefunden. Und sie geht für das Kids KSC-Team an den Start. Die perfekte Beziehung auf der Piste. Der Tandem-Idee konnte Harti Weirater nicht viel abgewinnen. Also es reicht mir schon im Bett. Also auf der Piste muss man nicht auch noch im Tafel unterwegs sein.